So, los mal ein dein um. Felix. Estelle und Felix, super. Dann zählen wir mal ein bisschen, was mehr da scheint oder was du da mit mir willst. Ich fand ganz einfach eine super Idee, mal den jungen Leuten einen Anblick zu geben, an das politische Leben, einen Anblick zu geben, an den Job von einem Minister, was den alles so möchte, respektive nicht möchte, dann für ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, was das heißt, ein Land zu gerieren. Ich meine, von daher ist es ganz flott, zumal weil ich auch von den jungen Entrepreneuren kennt, auch ein Land gerieren, als heute viel Parallele mit dem Betrieb gerieren, muss ich noch viel gucken, muss ich gucken, dass das klappt, dass ein Mensch von der noch etwas geschafft hat, dass er viel gekommen ist. Ich meine, das ist überall dasselbe. Dann, auf der anderen Seite hilft es doch manchmal, aber den Jungen ein bisschen, wie soll ich sagen, das Bild wegzuholen, was er vielleicht so hört von einem Minister, von einem Politiker, dass das irgendetwas ist, was ganz oben schwirft, dann, zu dem er keinen Kontakt hat, respektive ihn überhaupt nicht versteht. Was ihr möchte oder für was ihr nicht möchte, dann meine von euch aus die wirklich flott. Wenn es der Politik muss, sieht er als Minister, sieht er als Deputierte. Und dein Ziel ist, für unbedingt nicht herum gewählt zu gehen, dann müsst ihr nicht vorsehen, was das, was der Mentor von deinem Land ist. Du musst dann vielleicht mal Priorität das, was der Mentor von deiner Reelektion ist. Und das ist etwas, wo ich wirklich ein Problem habe. Dafür wollte ich auch immer, dass die ministerischen Mandate auf maximal 2 Mandate limitiert gehen. Ich bin positiv überrascht, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist aber schon ein Minister, der einen Stundenplan hat, den vielleicht nicht so, also hin ist bestimmt nicht so disponibel für den ganzen Tag von 2 Schülern zu gehen. Aber hier gibt es sich mehr. Er erklärt uns immer, hier lässt uns wirklich nicht allein. Und das ist wirklich ganz, ganz flott, weil wenn ihn etwas nicht versteht, muss ich nicht sagen, für etwas nur zu fragen. Wenn hier etwas ausschwatzt, wo hier mangt, wir könnten das nicht verstehen, dann rektifiziert ihr das direkt und hier erklärt euch das wirklich. Natürlich fühle ich mich mega geehrt, hier zu sein. Das ist natürlich eine einzigartige Möglichkeit. Das ist super interessant, also total meine Erwartungen übertroffen. Was ich besonders interessant fand, ist der Fakt, dass man sich das ganze Ministerium präsentiert hat. Und aus ich nicht nur die Funktion vom Minister selber entdecken, sondern die ganze Funktionamente und die ganze Koordination vom Etablissement. Dass man das sich erklärt kriegen. Und das ist auch gut zu wissen, dass sich viele Leute zusammen schaffen, für das ganze auf Bein zu stellen. Und dass nicht alles mit einer Person aufhängt. Wir hatten einen Flottendach. Sie sind mit mir auf viele Reunionen gegangen, so einen Anblick an die verschiedenen Sujets. Wir haben noch eine Reunion gehabt mit sämtlichen Direktoren von meinem Ministerium, die ein bisschen erklärt haben, was sie machen und was sie gerade schaffen. Wir haben noch über das Budget für das nächste Jahr diskutiert. Natürlich zu nah schon ein bisschen einen Anblick gekriegt über das Leben an einem Ministerium, noch über das Leben hoffentlich von einem Minister, was nicht immer ganz lebenswert ist. Auf ihr gewählt zu gehen, musst du viele Aktivitäten machen, du musst auf viele Plätze sein, musst du viele Leute kennen. Und das abzubauen ist enorm. Und das kann von einem der auf den anderen River sein, an dem das die Wahl verlierst. Ja, da bist du, da fällst du von dem Ministerposten auf null. Was bleibt, dass ich ganz impressioniert bin, dass der Minister das anbietet, weil ich mir das nicht geduscht habe. Es könnte ganz oft sein, dass ein Minister mal an die Schule losgeht oder so, mit dass den Schüler an der Welt vom Minister rücken. Das geschieht nicht so oft. Und ich fand es einfach schön zu merken, dass Politiker nicht nur eine Bevölkerung gesehen haben, sondern auch also die Proximität zwischen den Politikern, also die Politik und die Jugend von heute. Und das ist wirklich ganz wichtig, weil es kann ihn nicht an einem Base sein, sich nicht zu informieren, wenn ihn die Informationen auch nicht von der Quelle aus rauskommen. Natürlich gibt es das etwas rekommandieren, die nicht möglich geht. Ich meine, das ist eine einzigartige Opportunität. So nur können wir wahrscheinlich aber nicht mehr einen Minister haben, respektive ein Kabinett. Und die Koordination ist super. Wir haben viele neue Sachen gewonnen. Und ja, da war das einfach den Horizont, den ich heute.